Der Rundfunkbeitrag ist ja eigentlich schon hoch genug, aber vielleicht wollt ihr noch ein bisschen mehr Geld ausgeben für öffentlich-rechtliche Inhalte. Überhaupt kein Problem. Es gibt ja jetzt ARD Plus für gut 5 Euro pro Monat. Und ZDF Select gibt es ja auch noch, kostet auch nochmal 5 Euro pro Monat. Also da ist immer noch genug Spielraum nach oben. Ich habe mir diese beiden Angebote mal ein bisschen genauer angeschaut. Denn genau wie bei uns auf Massengeschmack TV kann man das Angebot von ARD Plus 14 Tage kostenlos testen. Das ist aber nett, nicht wahr? Nun ja, ein bisschen absurd wirkt das Ganze ja schon. Da soll man also für Inhalte noch einmal zahlen, die eigentlich bereits mit unser aller Gelder produziert wurden. Um solch einer Kritik gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, gibt es auf der Seite einen umfangreichen FAQ-Katalog. Wobei die Erklärungen dabei schon teilweise irreführend sind. Auf die Frage, wird ARD Plus von meinem Rundfunkbeitrag bezahlt, wird Folgendes geantwortet. Nein, das Angebot von ARD Plus wird nicht über den Rundfunkbeitrag finanziert. ARD Plus wird über ein Abo-Modell getragen. Die ARD Plus GmbH handelt als unabhängiges privatwirtschaftliches Unternehmen kommerziell. Ach so, und wer hat die Herstellung dieser ganzen Filme und Serien hier bezahlt? Das war doch wohl der Rundfunkbeitragszahler, oder nicht? Weiter heißt es an einer Stelle, ARD Plus fängt dort an, wo die ARD Inhalte nicht mehr anbieten kann, weil sie nach den rundfunkrechtlichen Vorgaben nur zeitlich befristet angeboten werden dürfen oder weil Rechte für die Mediatheken der ARD nur zeitlich befristet erworben werden konnten. ARD Plus ist kostenpflichtig, da, analog etwa zu dem Verkauf einer DVD, mit dem Angebot wiederum redaktionelle und technische Kosten entstehen, Rechte zu erwerben sind, ProduzentInnen und UrheberInnen für zusätzliche Nutzungen zu vergüten sind. Ja, richtig ist, dass ARD und ZDF wegen des aktuellen Rundfunkstaatsvertrages nicht die Möglichkeit haben, ihre eigenproduzierten Serien und Filme grenzenlos in ihren Mediatheken anzubieten. Aber das könnte man ja ändern. Die Öffentlich-Rechtlichen wirken jedoch nicht so, als wenn sie das unbedingt ändern wollten. Nein, vielmehr scheint es so, dass man ganz froh ist, hier sozusagen mit einer Zweitverwertung nochmal einen Reibach machen zu können. Denn die ARD Plus GmbH mag zwar unabhängig und privatwirtschaftlich sein, aber sie ist natürlich eine hundertprozentige Tochter der ARD. Das heißt, sollten Gewinne erzielt werden, fließen diese natürlich in die Kassen der ARD, wohin sonst? Und sollte ARD Plus ein Flop werden, muss die ARD ebenso die Verluste auffangen. Es ist also erneut der Rundfunkbeitragszahler, der hier so oder so zahlen muss. Entweder schließt er gefälligst ein Zusatzabo ab oder er finanziert über seinen Zwangsbeitrag die Verluste mit. Im Übrigen ist ARD Plus doch ohnehin das, was in wenigen Jahren das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Wesentlichen sein wird. Weg vom linearen Fernsehen hin zum jederzeitigen Abruf von Sendungen. Es wäre also sicher der fairere Weg gewesen, möglichst schnell die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die ARD-Mediathek entsprechend auszubauen und alles ohne Extrakosten einzustellen. Der Wille dazu ist aber gar nicht erkennbar. Und beim ZDF ist es sogar noch irrer. Während ARD Plus wenigstens noch eine eigenständige Seite ist, hängt sich das Angebot ZDF Select einfach bei Amazon Prime dran. Aber nicht etwa, dass ZDF Select dann wenigstens bei Prime mit drin wäre. Nein, es kostet nochmal extra 4,99 Euro. Sozusagen eine Paywall hinter der Paywall. Und zwar mit öffentlich-rechtlichen Inhalten. Wer ARD Plus und ZDF Select unbedingt abonnieren will, wäre dann bei Magenta TV von Telekom übrigens besser bedient. Denn das kostet 10 Euro monatlich, also genau der Betrag für ARD Plus und ZDF Select und bietet noch viele weitere Inhalte an. Das einzig Kritikwürdige hierbei ist sowohl bei Amazon als auch bei Telekom, dass kommerzielle Großkonzerne auch hier wieder mit im Boot sitzen, statt eines wirklich unabhängigen, rein öffentlich-rechtlichen Angebots. Und was haben ARD Plus und ZDF Select nun inhaltlich zu bieten? Naja, im Wesentlichen Filme, Serien und Angebote für Kinder. Oftmals aber immer nur Teile davon. Von der Sesamstraße gibt es ganz wenige Folgen. Schwarzwaldklinik, Ich heirate eine Familie oder Derek sind ebenso in der ZDF-Mediathek oder auf YouTube in weiten Teilen kostenlos abrufbar.
Warum das eine da geht und das andere wiederum hier nicht, versteht sowieso niemand mehr. Attraktiv für Tatort-Fans ist sicherlich, dass sehr viele Tatorte auf ARD Plus archiviert sind. Allerdings im Wesentlichen aus der neueren Zeit. Viele alte Klassiker fehlen. Ansonsten besteht das Archiv aus auffallend vielen Herzschmerzangeboten. Rosamunde Pilcher, Sturm der Liebe und Co. Wer darauf steht, wird hier gut bedient. Quasi komplett fehlen jegliche Showangebote. Wo sind alte Samstagabendshows, Quizsendungen, Musikshows? Nichts dergleichen. Und es ist sogar noch schlimmer. Das ZDF geht jetzt neuerdings gegen Retro-Kanäle auf YouTube vor. Frank Battermann, der den Kanal Die Goldenen Fernsehjahre betreibt, erhielt in dieser Woche eine E-Mail, die er zunächst für fake hielt. Zitat: Sehr geehrter YouTube-Nutzer, wir möchten Sie bitten, alle ZDF-Inhalte auf Ihrem YouTube-Kanal Die Goldenen Fernsehjahre bis Ende dieser Woche zu entfernen. Kommen Sie dieser Bitte nicht nach, sehen wir uns gezwungen, Ihren Kanal zu takedownen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Freundliche Grüße, ZDF Studios YouTube-Team. Eine kurze Recherche ergab, diese Mail ist tatsächlich echt und wird derzeit an Retro-Kanäle verschickt. ZDFstudios.com ist ein internationaler Vermarkter von ZDF-Inhalten. Die Drohung, den gesamten Kanal löschen zu lassen, ist eine Unverschämtheit und wäre auch unverhältnismäßig. Statt sich darüber zu freuen, dass Retro-Freunde so liebevolle Kanäle betreiben, werden sie noch bedroht. Zugleich gibt es dann derartige Angebote aber nicht einmal offiziell im Netz. Frank Battermann hat dann nochmal nachgefragt, inwiefern sein kleiner Retro-Kanal denn dem ZDF schadet. Antwort: Grundsätzlich will das ZDF seine Inhalte aus Urheberrechtsgründen auf YouTube und anderen Plattformen so gut es geht schützen. Gleichzeitig betreibt das ZDF eigene YouTube-Channels und Webseiten wie die ZDF-Mediathek zur Verbreitung der Inhalte und Generierung von Traffic und Reichweite. Mit dem Uploaden von ZDF-Inhalten begehen sie eine Urheberrechtsverletzung. Aus diesem Grund habe ich den Auftrag erhalten, die ZDF-Inhalte auf ihrem Kanal entfernen zu lassen. Die Generierung von Traffic und Reichweite, genau darum geht's, obwohl dies dem öffentlich-rechtlichen Auftrag vollkommen entgegensteht. Denn darum soll es ja eigentlich genau nicht gehen. Natürlich habe auch ich an ZDF-Studios einen Fragenkatalog geschickt und mit etwas Verzögerung kam dann sogar eine Antwort. Frage 1: Warum fordern Sie diese Löschungen? Antwort: ZDF-Studios schützt im Auftrag des ZDF die Inhalte des ZDF vor Urheberrechtsverletzungen. Zweitens, geht es um ZDF-Inhalte oder differenzieren Sie auch? Es geht nur um ZDF-Inhalte. Drittens, inwiefern entsteht dem ZDF ein Schaden, wenn etwa alte Nachrichten, Ansagen oder sonstige Mitschnitte veröffentlicht werden? Antwort: ZDF steht gegenüber den Produzenten, Regisseuren und sonstigen Mitwirkenden der ZDF-Produktion in der Verantwortung, deren Interesse am Schutz ihrer Werke vor einer nicht genehmigten Verbreitung nachzukommen. Viertens, es handelt sich ja um von der Allgemeinheit finanzierte Inhalte. Inwiefern besteht ihrerseits überhaupt ein Urheberrecht? Antwort: Der Rundfunkbeitrag dient der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. Diese sind gemäß Rundfunkstaatsvertrag in öffentlichem Auftrag tätig. Durch die Zahlung des Rundfunkbeitrags erhält der Bürger keinerlei Rechte an dem Inhalt. Die Rechte verbleiben bei den oben genannten Urhebern. Lesen Sie bitte mal hier nach, die Medienanstalten.de und so weiter und so weiter. Fünftens, Sie drohen Kanalbetreibern mit einem Takedown. Dies steht Ihnen gar nicht zu. Sie müssten ja konkret die Videos benennen, die Ihrer Meinung nach gegen ZDF-Urheberrechte verstoßen. Warum drohen Sie Kanälen mit etwas, wozu Sie gar nicht die Vollmacht haben? Antwort: Im Rahmen einer Deaktivierung von Kanälen muss der Rechteinhaber, hier das ZDF, gegenüber YouTube im YouTube Content ID Rechtemanagementsystem per eidesstattlicher Versicherung bestätigen, dass er rechtmäßiger Rechteinhaber an dem Inhalt ist, der aktiviert, getakedowned werden soll. Dies versichert das ZDF im Falle eines Takedowns. Nach Verifizierung entscheidet YouTube, ob der Kanal gelöscht wird oder nicht. In der Regel wird er das ohne Zeitverzug. Das ZDF ist nicht verpflichtet, den User, der eine Urheberrechtsverletzung begeht, vorzuwarnen.
Dass das an dieser Stelle getan wird, liegt rein daran, dass das ZDF ihnen die Möglichkeit geben will, alle ZDF-Inhalte von ihrem Kanal zu entfernen und ihren Kanal damit mit allen sonstigen Inhalten zu behalten. Der letzte Satz in der Mail lautet dann: Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie abermals, alle relevanten ZDF-Inhalte von Ihrem Kanal zu entfernen. So als sei unser Kanal auch betroffen. Daran sieht man, dass da ein paar ZDF-Heinis gerade wie die Axt im Walde unterwegs sind und gar keinen Überblick mehr haben. Die Öffentlich-Rechtlichen sind knallharte Geschäftemacher. Kein bisschen besser als profitorientierte Weltkonzerne. Und deswegen sollte auch niemand solche Angebote wie ARD Plus und ZDF Select finanziell unterstützen. Wenn sie nicht in der Lage sind, solche Inhalte im Rahmen ihres ohnehin viel zu hohen Rundfunkbeitrags anzubieten, dann sollen sie eben darauf sitzen bleiben. Ich habe daher natürlich sowohl ARD Plus als auch ZDF Select sofort wieder innerhalb der Probefrist abbestellt. Beides ist, wenig überraschend, das Geld nicht wert. Und wer obendrein Retro-Liebhaber und letzte verbliebene Fans noch mit solchen Drohungen verprellt, hat ohnehin jegliche Bodenhaftung verloren. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack.tv, und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.